nicht. So. Titel machen wir so. Datei müssen wir jetzt nur noch auswählen. Hier. Okay. Da müssen wir jetzt natürlich noch checken, wie das funktioniert. Pass mal auf. Wir machen die Musik gerade mal aus. Und dann gucken wir mal. Schade, läuft nicht. Aber wir sind in der Live-Round. Wir sind in der Live-Round? Okay, dann wechseln wir erstmal ins Spiel. Ah, geht doch. Lautstärke ist ein bisschen hoch. Die kann ich aber noch runter machen. So, nochmal kurz getestet. Ah, was hab ich getan? Okay, Musik wieder aus, wir konzentrieren uns. Wir hatten jetzt die Knife Round gewonnen. Das war die Tempo-Storm-Leute. Die Tempo-Storm-Leute? Ja. Okay. Das heißt, die mit der Seitenwahl, haben die auch schon sich entschieden? Glaube ich ja, nicht geblieben. Sieht so aus. Ja. Doch, sieht so aus. Und ja. Es geht doch los! So, ich sehe gerade hier gerade noch die ganzen GoTV-Bugs checken. Wir haben Tempo Storm gegen Ents, zweite Map hier im Halbfinale des Close Qualifiers zur Dreamhack Valencia 2018. Und Tempo Storm liegt mit 0-1 hinten. Ents könnte als, was ist jetzt los? Ja, okay. Erstmal Pause callen, genau. Liegt mit 0-1 hinten. Ents könnte also mit dem Sieg auf Inferno mit 2-0 ins Finale einziehen. Dort warten die Fragstars und da geht es dann auch erst um den Slot zum Main Event. In Valencia übrigens. Okay. Ja, eine wunderschöne Stadt. Da möchte man sicher mal hinfahren. Ja, auf jeden Fall. Ich war selbst noch nicht da. So, wir sehen erstmal hier ab in die Banane. Drei Leute, Flash nach oben. Oh, da machen sie ein Türmchen. Geht das auf? Oh, wie sie sich da noch dabei bewegen. Ein Tanz. Und tatsächlich kein Kill für Tempo Storm. Die kassieren noch weiter im Haus. Die sind aber nochmal mit Glück zweimal zurückgekommen. Also die hätten da auch gut und gerne alle drei Spieler verlieren können. Man zieht sich auch direkt aus der Banane wieder zurück. Hat hier schon das Haus mit X7 eingenommen. Ja, und da die Flash nach vorne. Direkt noch eine hinterher. Innocent verteilt, aber gut. Geht dann doch noch down. Ein bisschen Damage gemacht, aber sie kriegen Fox auch direkt rausgenommen. Und am Ende sind es nur noch Lowell und HS gegen 4. Bombe gelegt und bisher nur ein Triple Kill von Sergey. Der hat sehr viel Bock auf Kills. Und jetzt beide überall lang. Ja, ich hab erstmal gefadet. Können sie eigentlich nicht machen. Also lieber Kevlar saven. Sergey zeigt sich da noch nicht. Der steht auch an kurz hinter der Wand. Nochmal gespottet, ein bisschen Damage raus. Zu viele Winkel. Das kannst du zu zweit einfach nicht kontrollieren. Und deswegen wird das hier das 1-0 für Ents eSports. Ja, Low muss nochmal zusehen, dass er da noch wegkommt. Kriegt er jetzt auch gerade so nochmal hin. So kann er dann wenigstens das bisschen Kevlar, was er hat, die zweite Runde nehmen. Ja, nochmal ein Kill mitgenommen. Also schauen wir mal, wie Tempo Storm jetzt kauft. Sieht nach einem Force Buy aus. Soaker mit einer Smoke. Viele Smokes dabei, also ich würde sagen, die klassische Schimmeltaktik. Defensiv stehen, spät smoken und dadurch viel Zeit rausholen. Oder jetzt eine tiefe Banane-Smoke. Erstmal ist es sogar ein 4-Mann-B-Setup, während Ents etwas verteilter aufbaut. Ja, haben dort auch jegliche Smokes auf dem B-Spot versammelt. Also einzig und allein Fox da auf A, ohne Equipment. Aber in der CZ bewaffnet in einem Close-Distance-Duell, also kann da gut und gerne ein bisschen Schaden anrichten. Aber man wartet jetzt hier auch erstmal, ob Tempo Storm hier vielleicht doch den ersten Schritt macht. Ja, wir sehen viele SMGs, UMP bei Ents dabei. Da kann man auch mal gerne eine, die keine Granaten mehr hat, wie zum Beispiel Ariel, irgendwo alleine vorschicken. Aber jetzt gehen die Bananenspieler auch zurück. Im Haus schon aufgestellt. Und ich denke mal, dass die Bananenspieler jetzt über die Mitte noch ein paar Granaten Richtung Kurz werfen werden. Und damit wird dieser B-Stack von Tempo Storm eben nicht aufgehen. Nochmal die Smoke hinten Richtung kleiner Sandkasten, Smoke Richtung lang. Und dann den Spieler im Haus auch getradet. Dass man da jetzt einen Spieler verliert, kann man verkraften. Und so
können sie eigentlich auch hier ihr Kevlar und die CZ sowie die Granaten saven. Also das würde sich auf jeden Fall lohnen. Und für Enz natürlich die Qual der Wahl. Jagen gehen oder nicht. Ja, also ich würde da ganz an ihrer Stelle die Rifles, also die AK, die Galil, möglichst in die nächste Runde mit rüberbringen und eventuell nur mit den UMPs dann nochmal handen gehen. Aber ist auch sehr zögerlich da von Ariel, der da ein bisschen den Speer spielt. Aber man zieht sich ja auch geschlossen jetzt zurück, möchte da nicht noch eine Waffe verlieren. Überlässt den Leuten von Tempo Storm da ihre CZs, ihre Smokes, die sie auch noch 3 Stück an der Zahl haben. Naja, die Nades sind eigentlich nicht zu unterschätzen. Das ist gefühlt eine zweite Force-By-Runde, die Tempo Storm jetzt geschenkt bekommt. Aber es ist eine Sache der Philosophie. Achte ich auf mein eigenes Geld, achte ich auf das Geld des Gegners in so einer Situation. Ich persönlich sage, aufs eigene Geld achten, nicht zu viel jagen gehen. Und dann fährt man eigentlich relativ sicher. Aber auf der ja. T-Seite, ich finde der CT-Seite das Geld aus der Tasche ziehen, das fühlt sich an sich schon sehr gut an. So, nächste Runde. Und wie gesagt, das ist gefühlt eine zweite Force-By-Runde, die sie hier spielen können. Vielleicht jetzt mal die Granaten ein bisschen einsetzen. Die Nate sollte ankommen, jawohl. 82 HP noch bei Innocent. Die Bombe hinten liegen lassen und dann erstmal gemächlich Banane-Kontrolle und höchstwahrscheinlich auch Hauskontrolle einnehmen. Und da steht Fox wieder alleine vorne drin. Das hatten wir schon im ersten Spiel gesehen auf Inferno von Tempo Storm. Fox gerne alleine. Gute Aktion, dass Ariel da wieder runtergeht. Wenn er da weiter fightet, hat die CZ den Vorteil. So ist Fox gespottet und zieht sich zurück. Und Tempo Storm, wie von der Tarantel gestochen, einfach nochmal in Richtung B rotiert. Ja, es ist ein sehr guter Read von ihnen auf jeden Fall, dass sie da auf B spekulieren momentan. Wir sehen da auch, dass wir da schon 3 Spieler von Ants, mittlerweile 4 Spieler in der Banane versammelt haben, inklusive Bombe. Also gut gereadet da von ihnen. Oh, es ist nicht mal gereadet, das war ein Infoplay von Fox. Der hat über kurz geschaut, ob da überhaupt jemand hochgeht. Da kam niemand. Und Lowell geht jetzt sogar, geht er durch die Smoke? Nein, sie laufen in den Stack rein. Viel zu einzeln. Die Endspieler und ich glaube jetzt die späte Entscheidung nochmal zurück zu rotieren und das sollte Tempo Storm auch schnell raffen. Also Beine in die Hand nehmen, sofort auf dem A-Spot verteilen. Fox kann ansagen, jetzt die Steps in der Mitte, wird hier in der Ecke nicht gecheckt, kann noch einen Kill machen. Dann kommt der Trade-Kill und er hat nicht genügend Zeit rausgeholt. Eventuell ist Innocent noch rechtzeitig auf dem Spot, aber da kommen halt 3 Leute entgegen. Keine Chance für Innocent, das zu überleben. Da tröpfelt auch nochmal Soaker durch die Smoke rein. Und am Ende steht nur noch HS und auch der will von Ariel hier mit einem Headshot, begnadigt ist das falsche Wort, sondern einen Kopf erlöst. Kürzer gemacht. Erlöst, das habe ich gesucht, sehr schön. 3:0 für Ents, also der Spotwechsel doch nochmal in allerletzter Sekunde gut gegangen. Wir haben da viel Glück, dass sie da diesen Call noch gemacht haben, dass sie sich da nochmal zurückziehen und nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen wollten. Also da noch sehr viel Schaden abgewendet, haben da nur einen Spieler verloren, wenn ich mich nicht versehen habe. Nee, 2 ja, Spieler. Oder 2, ja. Genau, weil Fox noch einen in der Mitte gemacht hat, ja. Genau. Also konnte man da noch ein bisschen Waffen-Equipment auch jetzt hier in die Runde mit rüberbringen. Währenddessen man bei Tempo Storm natürlich nochmal versucht hat, da möglichst viel Damage zu machen. Man hatte im Prinzip nichts gekauft. Durch die doch sehr mannesstarke zweite Runde, die man da mit 4 Mann überlebt hatte. Ja, jetzt kommt die B-Flash und das ist auch ein direkter Execute. Smoke kommt, aber Innocent hatte kurz vorher noch was gesehen. Nicht perfektes Push-Timing von Enz. Während die Flash hier nochmal für Soaker gedacht ist. Auf dem Spot fightet HS noch um sein Leben. Hat er ziemlich gut gehandelt bis hierhin und holt auch immer noch Zeit raus. Mit dem Molotov kann er nichts mehr machen. Am Ende ist es ein 3 gegen 3 Retake für Tempo Storm. Ja, hat er ein schönes Tänzchen im Y gespielt. Hat da viel Info auch, beziehungsweise viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Fox hat ihn jetzt aber auch schon erspäht, den guten Erlu. Oh, Doppelfeak. Guter Schotter von Zocker. Seven durch die Smoke, geht er noch durch, jawohl, und er schafft es! Oh. Der Klatsch! Von Seven zum 4:0 für Enz, also Bego, Haken dran, ist erfolgreich gelaufen. Und Tempo Storm muss direkt wieder sparen. Ja, also das war im Endeffekt für Ants zwar die Runde, aber sie hätten da deutlich viel mehr, viel deutlicher das Ganze gestalten können, indem sie da nicht so reingehen in die Duelle, wie es gerade war. Sie hätten gegen CT, Alexi da ein bisschen
Weiß nicht, ob er da die Aufmerksamkeit nicht so drauf hatte oder. Triple Aufbau in der Banane. Boah, der hat gesessen, HS. Zerstört Sergej da mal kurz. Wird er noch morgen dran denken an den Shot? Der Brummschädel dann. So, während Alexi hier den Brummkreisel macht, sehr schön nochmal weggedreht. Es gibt noch ein Refrag gegen Seven. Jetzt sollte der Spieler da oben auch nicht mehr fighten. Das ist Fox. Wenn er sich da jetzt nicht verrät, könnten sie denken, dass es Richtung B geht. Aber sie rotieren auch nicht von A weg, sondern halten immer noch Alang. Und Soka mit dem Blick in die Richtung. Jetzt der Verschiebeweg Richtung B abgeschnitten. Und Fox hat sich anscheinend doch nochmal gezeigt. Lowell, aber auch ein gutes Timing hier gegen Alu. Und der nimmt die Beine in die Hand, kommt da nochmal weg. Und dann der Re-Peak von Soka da von Alang hinterher. Stark reagiert und am Ende mit 1 gegen 3 für Xeven. Ich meine, der war gut on point in der letzten Runde, aber auch hier ist das Timing nicht auf seiner Seite. Und da geht so eine CZ-Eco an Tempo Storm. Ich meine, Enz hat recht einzeln gespielt in dieser Runde. Hätte man vielleicht besser traden müssen. Ist aber gegen CZ manchmal echt schwierig. Das war schon gut reagiert von Tempo Storm in den meisten Situationen. Da geht dir vollkommen recht, HS, der da gut die Runde auch für Tempo Storm aufgemacht hat erst. Dass er da die Banane-Kontrolle für sein Team zurückgewinnen konnte. Und wie du es schon gesagt hast, die CZ ist ein Wunder für sich in CS. Ja, aber das mehr so ein Wunder, dass man nicht haben möchte. Weißt du, was ich meine? Natürlich, also CZ und CS, das passt einfach nicht. Nee, also, nee, das hat schon damals nicht gepasst. Ja. Hast du CZ gespielt? Ich spiel's mittlerweile, weil sie einfach so stark geworden ist. Nein, ich meine Condition Zero. Ach so, nee, ich hab ich nie gespielt. Hast du nie gespielt, okay. Nee. Das hat früher einfach nur dazu geführt, dass alle, die Counter-Strike 1.6 spielen wollten, diese Models aus CZ immer drin hatten. Und die ISL hat das nicht erlaubt. Und dann musste man immer ein Model-Pack runterladen und das ersetzen. Oh mein Gott. Damit es keine Strafpunkte gab. Das war schon widerlich. Ja, hier, Fox, das war auch widerlich. Molotov rumgezogen. Alexi geschnappt und jetzt soll es hier den Execute geben, aber nach der Flash geht man nicht nach vorne. Lowell mit einem einfachen Frag gegen Alu, weil er wohl nicht richtig blind war. Und da hat Innocent einen guten Winkel, drückt noch weiter durch, hätte auch in die Deckung gehen können. So fällt auch Soka auf dem Spot. Fox erstmal die CZ in die Hand. Ja, Headshot verteilt, das Nicken hat er gesehen. Das Funkensprühen ebenfalls, jetzt ist die Bombe auf dem Spot down. HS guckt nochmal Richtung lang und schnappt sich Ariel. 4 zu 2 Tempo Storm also mit der Folgerunde. Und der A-Execute von Enz, der wollte gerade nicht so. Das sehe ich vollkommen genauso wie du. Ich finde aber auch, dass Sock und Innocent ein bisschen unnötig gestorben sind. Also das Spray, wenn das ein bisschen besser platziert gewesen wäre von Innocent, hätten sie das auch gut und gerne flawless gewinnen können. Wo sind sie nochmal mit dreimal nur in die Runde gestartet? Ja, und unterschätzt das Geld auf der CT-Seite nicht. Auch genau. Inferno. So, wieder recht wenig B-Play von Enz. Hat mir eigentlich gut gefallen, was die VB gemacht haben, aber hier in der Eco wollen sie nicht einfach in der Banane sterben gehen. Da sind die Steps gehört worden. Kleiner Hitter gegen Xeven, der sich zu seiner CZ auch ein bisschen Kevlar dazu gegönnt hat. Aber rings um ihn herum fallen alle Leute und ruckzuck ist das eine dritte Runde für Tempo Storm. Und jetzt die nächste Waffenrunde für Enz. Und das wäre eigentlich so eine Runde, wo Tempo Storm mal mit vielen Granaten in die Banane reingehen könnte, tiefe Banane-Smoke, Damage machen, wie sie es in der Pistol versucht haben. Ja, also dass man jetzt hier vielleicht wieder sich aufs B-Spiel ein bisschen mehr fokussiert, dann da auch wenn du den Fokus mehr auf B zieht und man dadurch einen kleinen Split ausspielen könnte, dass man dann durch die Mitte über CT kommen könnte, ein bisschen zu variieren. Aber sie entscheiden sich da erstmal wieder ein bisschen defensiv in der Banane zu stehen, in der Mitte ein bisschen Stress zu machen. Er ist ja wieder an den Sandsäcken. Na, ist ihr Lieblings-Setup anscheinend.
Weil also es ist eigentlich so leicht zu countern. Also ganz ehrlich, Molotow hier gegen die Wand hinter die Sandsäcke, ein Molotow hier rüber und schon bleibt eigentlich nur noch dieser kleine Bereich hier hinten und da kannst du als T dann mit einer Flash nach vorne gehen, um den Spieler rauszunehmen. Und da ist auch, kann auch kein Backup dabei sein. Also ich spiele das alles sehr einfach, sehr auf Standard geprägt, haben noch nicht so ihren eigenen Spielstil hier gefunden. Auf Inferno, also das kann man, wie du bereits gesagt hast, gut kontern eigentlich, aber auch Ants scheint wohl noch nicht 100% confident zu sein. Wodurch das Ganze ein bisschen ausgekontert wird wieder von beiden Teams durch ihr nicht vorhandenes Setup. Ja, das wird ein B-Contact-Go, so wie es aussieht. Innocent, Alu vorne weg, Innocent könnte drunter leiden und er wird gesehen. Da fliegt noch ein Molotow rein, das ist die Ablenkung, dass er es hier oben Damage machen kann und er bekommt zwei. Vom Blumenkübel, ohne dass er selbst Damage kassiert, kommt er da weg, jetzt doch ein paar Hits auf seinen Nacken und Alexi lenkt noch ein bisschen ab, da soll der Plant verhindert werden. Starke Reaktion, wie er da reinfährt, als hätte er ja gerade Fahrschule und wüsste nicht, wie er sein Auto kontrolliert, drückt er da einfach durch und nimmt zwei Leute mit. Okay, das war ein ziemlich makabrer Vergleich, aber lassen wir es mal so stehen. Es sah so aus, als wenn er auf Schienen da einfach nur geführt wird. Sah ungefähr so aus wie eine Fahrstunde mit Blade for Fame. Oh, das ist jetzt hart. Du hast mich noch nicht Autofahren gesehen. Ja, ich vermute halt gerade mal. Ja, das ist aber hier also Lügenpresse. So, diesmal offensiv. Überall, auch Fox hier. Aber das wieder mal gegen die Eco muss nicht unbedingt sein. In der Banane kann man das machen, da hat man anfangs Distanz. In der falschen Mitte kann man eigentlich zu leicht getradet werden. Und die kommen tatsächlich auf den Spot drauf. 2 gegen 3 werden jetzt nochmal absmoken. Okay, erst legen, dann smoken. Jetzt noch die Frage, wo lege ich denn? Das hat sehr viel Zeit gekostet gerade. Ja, und jetzt muss Sergei eskalieren. Aber Flash kassiert, der Hausspieler wird ihn einfach holen können. Er kriegt noch einen Kill. Was? Er lebt noch? Wie kann das sein? Alexi geht dann auf dem Spot down und das ist für Sergei jetzt natürlich absolut nicht machbar. Die Bombe lag zwar schon offen, er versucht noch mit der CZ schnell den Kill gegen Lowell zu holen. Aber keine Chance. Und am Ende kann Lowell hier dann auch die Bombe diffusen. Tempo Storm geht also zum ersten Mal in Führung. Ich verstehe nicht, wie der HS da den Kill dann von oben vom Haus nicht ziehen kann. Er steht da wie auf dem Präsentierteller unten im Pit. Hat überhaupt keinen Fokus auf ihn. Aber trotzdem will er einfach nicht fallen. Ja, das da merkt man, dass wir hier gerade nicht beim I Am Sydney-Finale sind. Ja, wir haben ein kleines Downrank. Ein kleines Downrank, ja. Das ist so von Global auf Gold Nova 3 vielleicht. Okay, das ist jetzt schon sehr hart, ja, also... Sagen wir mal auf DMG. Na, was kommt vor DMG? Doppel-AK? MGE, ja. Machen wir MGE. So, Fox und Soka. Beide mit Duellen, Soka gewinnt seins, Fox verliert es. Aber natürlich ist das One-for-One ein kleines Problem für Tempo Storm. Und so wie es aussieht, will Enz nochmal auf den Baseball drauf. Mal gucken, ob sie jetzt die Position von HS hier checken, der wieder an der gleichen Stelle steht. Also, das muss jetzt geprefired werden. Der muss einfach direkt einen von Latz bekommen. Wird auch schon unter Feuer genommen. Zumindest Damage kassiert und sie selbst verlieren keinen Spieler. Das heißt, jetzt gibt es eine Afterplate-Position mit der AWP in der Banane. Aber Flash durch die Smoke. Da läuft er jetzt schon rein, den ersten wieder gemacht. Da sind wir wieder mit Blade im Auto gewesen. HS diesmal allerdings nur einen mitgenommen. Und sie versuchen das jetzt halt fast komplett vom Spot zu verteidigen. Alu geht da sehr nah Richtung City Base. Viel zu nah durch die Smoke. Da gibt es den Frag gegen Sergei mit Team Damage dabei. Alu hilft nochmal aus. Wo schießt Errol hin? Der macht den Doppelkill am Ende. Und so haben wir eine 5. Runde für Ents, die das Spiel wieder ausgleichen. Hey, Lowell und Zocker, die sich da einfach richtig schön in Reihe und Glied stellen. Ne, Innocent und Lowell waren's. Die sich da super aufgestellt haben. Sich die Kills bzw. die Deaths abgeholt haben. Immer wieder schön zu sehen. So, und ja, wir gucken auf den Aufbau. Wieder falsche Mitte. Das B-Play von Enz gefällt mir wirklich gut. Also, auf A haben sie bisher, glaube ich, noch keine einzige Runde geholt. Während sie auf B
eigentlich immer recht gut durchkommen, solange sie die Position auf dem Blumenkübel checken. Und genau deswegen arbeitet Tempo Storm jetzt wieder ein bisschen offensiver in der Banane. Etwa der Tempowechsel Richtung Alang von Enz. Haben aber da dann einen Spieler verloren. Da gibt's den Refrag gegen Innocent. Der dachte, er kann die Flash noch ausnutzen. Veraimt aber etwas. Und beide Spieler jetzt auf dem Spot, aber viele Smokes. Und der bessere Winkel für Soaker. Bowl wird auch gut gecheckt da von X7. Jetzt ist nur noch Soaker immer noch auf dem Spot drauf. Also gefühlt waren da alle drei Spieler drauf. Jetzt nur noch Fox hier im 1 gegen 3. Wird hier von Allo gut beschäftigt. Jetzt wird es wohl die erste Runde auf A für End sein. Ja, wobei Fox kommt nochmal nah ran. Er hat allerdings kein Diffuse-Kit. Ist da gerade auch gesehen worden. Da hat der Rüssel nochmal rausgeguckt. Tja, Hosenstall zu, lieber Fox. Und. Ja. Oh, da. Wie kann er da rauskommen? Das gibt's ja nicht. Er dehnt die Matrix, bis sie reißt. Damit er hier nicht getroffen wird. Und jetzt bleibt er einfach oben im Haus. Nochmal verschossen von Alu. Wie zu seinen besten Face-Zeiten. Oh. Okay. Ich schieß gerade vielleicht ein bisschen scharf. Ist okay, ist okay. Es geht ja nur um den Spaß an der Sache, ne? Ja. Also, 5 zu 6. Und Tempo Storm verliert eine Folgerunde. Das bedeutet, jetzt ist kein Geld mehr da. Ja, man forst eventuell um die AWP rum, könnte man sich überlegen. Aber da wird es nur die Smoke sein bei Fox. Der jetzt alleine den A-Spot halten soll. Währenddessen man hier mit 4 Mann auf dem B den Stack bespielt. Da muss man jetzt hoffen, dass Fox da den nötigen Damage auch anrichten kann. Und die Leute, die Jungs bei Ents wissen das natürlich, dass die Orb da durchgebracht wurde. Sie wissen, wo Fox gerne spielt. Wollen das dementsprechend auch counter mit der Smoke. Ja, oh. Refrag. Und selbst wenn er dann Kill macht, solange er nicht mehr Damage macht, ist das komplett zu verkraften für das finnische Team. Ja, die ziehen das Tempo dann auch direkt an. Kurz vorbereitet die Flashes. Hier kurz ein paar Käfer getötet im Blumenbeet und auch hinten schon den Mini-Pit abgesmoked. Enz wirkt für mich aktuell sehr stabil, aber die CT-Seite von Tempo Storm hat auch schon gegen Imperial nicht so gut ausgesehen. Da bin ich eher gespannt, wie, ob sie nochmal so eine gute T-Seite hinlegen können. So, und jetzt sollen es hier Exit-Tracks werden. Man muss ja auch sagen, dass X7 bisher noch nicht überperformt hat. Sein Team gut ausgeglichen. Einzig und allein Alexi, der da ein bisschen raussticht. Negativen Sinne. Na, ist halt ein Bob. Ja. Der kommt von Enva. Ja, Spruch. Ich glaube auch. Ja, damit. Ah, siebte Runde schon. Okay, 7T-Runden, ordentlich. Ich meine, ich schaue nochmal nach, aber ich meine, dass es 10T-Runden waren. Ja, ich glaube 10-5 war es. 10-5 zur Halbzeit, genau. Und am Ende haben sie 11T-Runden geholt, Tempo Storm. Also 10-5, solange es so bleibt, voll okay. Naja, also sie könnten noch 3 Runden holen. Klar, können sie noch holen. Natürlich sollten sie auch versuchen, das zu machen. Aber für uns bedeutet das, wir dürfen das Spiel hier nicht beerdigen. Die Map nicht beerdigen, bevor sie nicht wirklich vorbei ist. Weil wir wissen, dass Tempo Storm auf der T-Seite Comeback-Fähigkeiten hat auf entfernt. So, Sergey. Mit ins Haus gegangen. Nee, ist er nicht. Er steht noch in der Mitte. im Haus. Aber drei Spieler und das wird jetzt. Also sie warten die Smoke ab. Und mal gucken. Ich denke, Lowell wird die Flash nicht abbekommen. Aber das Timing ist gut. Und direkt in den Rücken rein. Tiefkill von Soaker. Lowell kriegt den zweiten Spieler im Pit. Wird dann allerdings von Alu geholt. Und durch den Mitte-Push sehr gut getimter Zugriff von Enz. Die Bombe auch runtergedroppt, damit die AWP direkt im Pit bleiben kann, um Alang anzuzielen. Das ist stark gespielt von Enz. Obwohl sie
keinen Kill machen durch die Spieler, die aus dem Haus kommen oder zumindest nur wenig Damage machen, ist der Zugriff von der Mitte sehr effektiv, weil die Spieler sehr viel Ablenkung erzeugen. Und da sehen wir es nochmal, der Laufweg aus dem Haus raus, direkt Richtung Kurz, ist für den Pit-Spieler sehr schwer zu handeln. Und beide Spieler haben sich auf Kurz Richtung Mitte konzentriert. Und das war natürlich dann eine richtige Paniksituation für Tempo Storm, auf die sie überhaupt nicht klargekommen sind. Ganz starker Go von Enz. Auf jeden Fall. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, wie denn Enz gegen Argo ausgegangen ist. Die haben auch auf Inferno gespielt. Und da haben sie dann noch 9 CT-Runden geholt. Also das könnte schon so ein kleines Upset-Game für sie sein momentan. 7 CT-Runden, Entschuldigung. Welches Game war's? Enz gegen Argo. Da war auch Inferno? Also, ja, da haben sie 16-11 gewonnen gegen Argo. Und haben dann 9 T-Runden bzw. 7 CT-Runden geholt. Mhm. Also es kann ja auch schon ein Richtungsweiser sein. Wobei Argo halt echt... Ich sag's ja nicht gerne, aber was ich von Argo gesehen habe beim Pro League-Spiel war echt nicht gut. Das habe ich jetzt noch diplomatisch ausgedrückt. Schöner Bang hier von Sergei. Innocent zieht sich da mehr als unschuldig zurück. Hat selbst aber auch nicht viel Damage verteilt. Und ja, wieder ein sehr gewagtes Setup hier. Diesmal etwas mehr darauf bedacht, wenn der Hausco nochmal kommt, dass man den Spieler schneller holen kann, ohne in Panik zu geraten, damit man Kontrolle über die Situation behält. Ist für Tempo Storm jetzt natürlich nicht einfach, auf so ein Setup nochmal zu reagieren. Und sie lassen Alang übertrieben weit offen. Ja, also man sieht direkt die Reaktion auf die Runde zuvor, wo man da doch sehr überrascht wurde. Man hier direkt sich defensiv platziert, man lässt hier lang komplett offen. Also es wäre ihnen gut geraten, wenn sie gleich Fox eventuell holen und dann über die CT Richtung B marschieren. Ja, machen jetzt B Fake. Verlieren allerdings dabei einen Spieler. Alu hat nochmal geschossen und die AWP. Da rotiert Fox schon hin. Richtung B, aber jetzt kommt der Go. Sokka an der Position, da steht er gerne, nicht gesehen worden. Kein Frag für den Spieler aus dem Haus. Und Sokka bekommt noch einen zweiten, sehr gut gemoved hier an der Treppe. Und jetzt einfach so lange wie möglich stehen bleiben. Geht zwar nochmal down, aber der Damage von ihm ist wirklich enorm. 2-on-3 für die letzten beiden Endspieler. Und sie haben nicht die beste Ausgangssituation, um den Retake von Tempo Storm aufzuhalten. Der gute Alexi auch noch mit 2 HP, da muss noch angeboostet werden, jetzt hier durch die Kiste, HS mit seinem schönen 2K. Holt die 6. Runde für Tempo Storm heraus. Also sie haben sich hier noch nicht aufgegeben. Definitiv nicht. Und jetzt schon eine Runde mehr als gegen Imperial. Die Map ging übrigens 16-14 für Tempo Storm war schon richtig. Und eine Runde jetzt noch zu spielen. Beide Teams ganz gut ausgerüstet. Schön, so eine letzte Runde zu haben, anstatt dass hier ein Force-Buy ansteht. Und Tempo Storm. Direkt die Nate in die Banane. Molotov muss man jetzt abwarten. Und ansonsten wieder Hauskontrolle von Enz. Also der Standardaufbau, nicht mal richtiges 2-1-2. Es ist mehr so ein 1-1-1-2. Ja, es sah so, wenn Alexi da nochmal kurz die Tür geöffnet hätte oder, weiß nicht, am Handy eine SMS schreiben musste. Ja, mit der Freundin telefonieren. Ja, zum Beispiel. Oh, aber Ariel, was ein Timing! Droppt hier runter, immer noch nicht gekillt worden und jetzt fahren sie da kurz durch. Soka kann das nicht handeln, hätte den Pitspieler sofort holen müssen. So, Xavin, Junge, schönes Brett da gegen Fox, so will ich das sehen. Und jetzt ein 2 gegen 5, machen wir ein 1 gegen 4. Für HS draus. Ersten Frag hat er gemacht, aber jetzt ist die Position natürlich bekannt und es wird nicht einfacher für ihn. Ja, X7 auch noch immer noch am Leben, also der hat hier richtig Bock gerade heute. Sieht ja auch das Köpfchen, macht die Runde dicht, 3 Kills gemacht. Das war die 9. Runde für Enz mittlerweile. Ja, solide Halbzeit von beiden Teams, würde ich sagen. Ja, 6 CT-Runden vielleicht ein bisschen dünn, aber wir haben es häufiger angesprochen. Das kann reichen für Tempo Storm. Enz
jetzt auf der CT-Seite schon mit 9 Runden. Fühlt sich natürlich gut an, aber es ist auch sehr wichtig für NZ mit der Pistol Round weiter nach vorne zu kommen, den Abstand zu vergrößern. Das heißt, die hat schon ihre Brisanz. Ja, hatten diese wir gerade das Ergebnis auf diese Pistol Round. Oh, ich glaube schon. Also, das ist vielleicht ein kleines Déjà-vu. Ich schaue nochmal nach. Und mit der Pistol Round kann Tempostorm natürlich mit den beiden Folgerunden, wenn sie die natürlich dann auch noch gewinnen sollten, auf ein 9:9 wieder aufholen. Also noch nichts vorbei. Alles noch sehr close beieinander. XM Gaming hier. Als würde ich Jitko zugucken. Ja, mit dem Unterschied, dass Jitko nicht trifft. Ja, der hat auch nicht getroffen. So. Okay. Sagen wir, dass Jitko noch weniger trifft. Ja, das können wir sagen. Okay. Very good. Very good. So, zweite Halbzeit sollte jetzt eigentlich wirklich nicht so lange dauern. Bis sie losgeht, aber wir wissen es natürlich nicht. Und ich würde sagen, Blade for Fame, ich zähle von 3 runter und dann verkaufst du uns die CZ, okay? Die CZ? Ja, 3, 2, 1, los. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? In der CZ CSGO, die verkauft sie von selber, da muss man nicht mal viel Werbung für machen. Also wenn wer ein kleines Maschinengewehr für $500 haben will, macht mit der CZ überhaupt nichts falsch. Da kannst du auch noch auf 300 Metern einen Headshot schießen. Weiter. Noch weiter? Na weiter. Also, ich weiß gar nicht, eine CZ, die verkaufst du doch schon von alleine. Man muss da überhaupt keine Werbung für machen. Man zeigt sie, man demonstriert sie kurz und dann denkt sich nur der Käufer, ja, gönn ich mir mal, ne? Okay. Alles klar. Hätten wir das auch erledigt? Seh schon, komm. Demnächst muss ich für alle Waffen hier ein kleines Werbetutorial drehen. Werbevideo drehen. Werbevideo? Genau. Werbevideo, so sieht's aus. Ja, bei der Negev, da, was soll man da sagen? $1000 für. Du musst das mit dem Verkaufen auch viel, viel inbrünstiger machen. Weißt du, so richtig wie. Oh, wie Home Shopping Europe oder wie das früher hieß, weißt du? Meine Damen und Herren, heute für Sie. Weißt du? So nasal, als wärst du. Ich meine, die Leute, die bei Home Shopping Europe vor der Kamera standen, das waren für mich die Snob der Snobs. Weißt du? Ja, die mussten das Zeug auch nicht kaufen. Perfekt, ne? Der Pappsack hat's verstanden. Mit ihrer schnell. Ich muss das mit dem Sound machen, pass auf. Okay. Mit ihrer schnellen Feuerrate fallen die Gegner schneller als Äpfel von Bäumen. Deswegen ist die CZ die Waffe der Wahl, wenn es darum geht, mit wenig Geld viel Schaden anzurichten und dem Gegner dabei auch noch gehörig ins Gesicht zu spucken. Ja, so in die Richtung musst du das machen. Ja, gut. So, warum geht das denn noch nicht los? Ja, ich weiß endlich, auch nicht. Endlich, man muss nur meckern. Ja. Dann läuft es. Danke dir, Pappsack. Danke dir, Mann. Das war der perfekte Spruch dafür. So, auf geht's jetzt. Tempostorm gegen Enz, zweite Map. Zweite Halbzeit, 9:6 steht's, Enz in Führung und Tempostorm, die müssen jetzt schauen, dass sie so schnell wie möglich den Ausgleich bekommen und dann eventuell sogar davonziehen. Vielleicht wird's nochmal so eine knackige T-Hälfte wie gegen Imperial. Man hat ja auch bei Alexi jetzt zwar ein bisschen Equipment gekauft, aber kein Dev-Kit dazu. Also man hat sich jetzt für eine Smoke und eine Flash entschieden. Interessante Wahl. Und bei Tempo Storm geht's doch weniger stürmisch zu, als ihr Name vermuten lässt. Der Hitter. Da hat Alexi noch einen kassiert. Aber richtig. Rums hat es gemacht in seinem Schädel. Ah, drauf aufgepasst. Oh, Teammate Shot dabei, aber es bekommt noch die Kill gegen Seven. Jetzt auch noch 2 Jahre lang gesehen. Und Sergei kriegt den zweiten Kill nicht. Der wäre so wichtig gewesen. Hier hätte noch die Runde offen halten können, aber LOL war sogar zum Support da mit der Bombe. Alexi geht schon, das Equipment saven. Will es da gar nicht erst versuchen. Ja, was willst du machen? 13 HP. Dann lieber Eierschaukel, nächste Runde weitermachen. Ja, und weiter mit der Freundin telefonieren. Genau. Erstmal hier in die Ecke stellen, Handy raus und dann WhatsApp-Videotelefonie.
Ah, Tempo Storm. Echt die Pistole hier geholt. Krass. Ich dachte, dass Enz hier rasiert, weißt du? Ja, klar, aber ich fand so das Setup an Lang war nicht optimal genutzt. Also wie du gesagt hast, nur ein Kill, das war vollkommen zu wenig. Das war, hätten sie noch mindestens den zweiten machen müssen, um hier noch eine Chance zu haben. Oh, und da geht Alexi auch noch down, keine Nades gesaved. Das Ding ist halt auch, das Alang-Setup, das Mitte-Setup geht nicht auf, weil eben über das Haus gespielt wird. Und die Alang-Spieler, zwei Leute, können überhaupt nicht mitfighten. Und dann ist es ein offenes Two-on-Two, wo die Ts natürlich den Vorteil haben, weil sie agieren in dem Moment. Sie sind die Aktiven in der Situation und haben dadurch an sich den Vorteil. Hat jetzt hier mal wieder geforst. Man hat hier ungefähr die gleichen Waffen wie Tempo Storm gerade in ihrer zweiten Runde. Also sehr ähnlich hier. Im Gegensatz dazu hat Tempo Storm aber auch schon 4 AKs gekauft. Das könnte ihn eventuell noch teuer zu stehen bekommen, wenn die CZs ihren Soll erfüllen. Der Alu verteilt hier erstmal Bretter. Ja. Lowell zielt das B-Haus nochmal ab. Ganz gemächlich diese Anti-Eco-Runde von Tempo Storm. Auch wenn sie da schon Spieler verloren haben. Der Vorteil ist an sich noch da, was die Waffen angeht. Aber die nächsten Duelle, die müssen sie für sich entscheiden. Und da geht's die Mitte hoch. Contact Go. Alang überhaupt nicht gedeckt. Und sie gehen jetzt einfach kurz durch. Bei 50 Sekunden. Einfach mal kurz Contact. Und könnten da ins Kreuzfeuer reinlaufen. Molotov in den Pit. Und wo ist da... Warum ist da keine Flash? Warum flashen sie nicht rein? Lowell zum Glück mit 2. Alu geht dann doch noch down. Aber es ist ein Tour und Tour. Und der Smoke-Push von Xeven war leider ein bisschen viel. Hätte da etwas geduldiger gespielt, hätten sie das noch angehen können. So ist Alexi zumindest nah dran. Aber im Nachteil, denn er hat 2 Gegner vor der Brust. Ein gutes Movement, aber wird er bisher nicht gesehen. Boah, heiß. Ja, der sagt einfach, stopp. Halt, ja. Stopp, hier sitze ich. Und also ungefähr. Die Runde für Tempo Storm. Ja, da muss noch eine Eco für Enz her. Aber sie war sehr teuer vor Tempo Storm, haben da 2 AKs verloren, eine UMP. Sieht's direkt, 3 MAC-10s jetzt hier, um das Geld wieder reinzuholen, was man gerade verloren hat. Und hier geht's einfach stumpf die Mitte runter. Einmal kurz den Fleischwolf gedreht und da fallen sie einer nach dem anderen. Das gab Enz Matt zum Frühstück für Tempo Storm. Hat man den verstanden? Enz Matt? Er sah so aus wie eine kleine Entschädigung dafür, dass sie vorher so viel Damage gemacht haben. Ja. Hier Leute, holt uns ab. An sich ist es aber eine völlig legitime Sache. Ja, natürlich. In so einer Aktion nochmal 2, 3 Kills machen und das Geld von Tempo Storm ist halt echt gerippt für die nächsten, für die nächste Runde. Und dann hast du natürlich auch die Gelegenheit als CT mit einer gewonnenen Waffenrunde direkt eine Eco beim Gegner zu haben. Und hier, oh, MAC-10 B-Rush. Vega Squadron lässt grüßen, sofort Vollgas durch. Die Flash kam gut, was mir fehlt ist die CD-Based Smoke. Granaten sollten sie noch haben und das ist viel zu einfach. Triple Kill für Alexi. Xeven schnappt sich auch noch ein und Innocent. 1-on-5. Ja, vielleicht kommen sie sogar flawless aus der Runde bei Enz raus. Und das ist für eine erste Waffenrunde auch sehr schön. Jetzt einfach easy stehen, hinten dicht machen. Genau, macht man über die Mitte oben, jetzt sogar über den Balkon. Sauber, also da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Ja, und da sieht man mal, was so eine Smoke ausmachen kann in der ganzen Runde. Wenn da die CT-Smoke geflogen wäre, das wäre komplett andersrum ausgegangen. Höchstwahrscheinlich. Und so konnte da Alexi einfach nur seine M4 reinhalten und abkassieren. Und wurde seinem Namen gar keine Ehre. Also es war gar nicht botthaft. Bobhaft. Bobhaft? Bobhaft. Das stimmt. Also das Bob darf er sich gerne streichen. Aber das will er ja gar nicht. Ja, und am Ende geht Innocent noch down. Der Weg über lang. Er war zwar ein weiter, aber kein positiver. Und so bekommt Enz die erste Waffenrunde. Das ist schon... Also, es ist schon sehr hart, da ohne Flash ohne Smoke reinzugehen. Die Flashes waren echt gut. Aber dass die Smoke fehlt, ist schon sehr, sehr krass. Das war sehr Goldnova 4-like, wie du sagen würdest. Ja.
Null. Wieder erstmal Haus abgezielt. Ja, das ist so das typische Verhalten eines frischen Teams, was wir hier bei Tempo Storm sehen. Am Anfang viel mit Standardaufbau arbeiten, bisschen auf die Kommunikation klarkommen und mit der Zeit kommen immer mehr Setups dazu, die man in solchen Runden spielen kann. So kommt man sich da nur weg. Kurz mal hier in der Gülle spielen die beiden. Ja. Oh, da war ein Step von Alexi. Oh, die Nades! Oh, gegen Kopf. Oh, richtiger Kopfball, ja. Das ist wie an Silvester den Leuten die China-Böller an die Köpfe werfen. Machen die das bei euch? Ist nur für eine Seite lustig. Nee, ist tatsächlich meiner Frau mal passiert, dass sie einen an den Kopf bekommen hat. Ja, aber der ist nicht aufgegangen am Kopf zum Glück, sondern nur abgeprallt. Ja. Aber man sieht sie schon länger her, ja. Banane zusammen, alle 5 Mann auf einem Haufen. Ja, push durch die Smoke dann. Die kam leider ein bisschen spät von Xevin. Der Molotov jetzt ins B. Das Timing von Alexi aber gut, ja. Kann nicht zurück, weil der Molotov ihn abtrennt und dann kriegt er einfach 3 Kills raus. Wird gezwungen, da stehen zu bleiben und muss sich verteidigen. Am Ende macht er sogar 4K. Junge, Alexi ist kein Bob, Alexi ist ein Gott. So beförderst du dich einfach mal innerhalb von 2 Runden vom letzten auf den ersten Platz. Ja. Starke Runde von ihm auf jeden Fall. Ein bisschen unglücklich von Innocenter mit dem Timing, dass er vorher noch Glück hatte. Im nächsten Moment war es dann das Karma gegen ihn. Jetzt sollen hier wieder mal die CZs ihrem Ruf herhalten. Ihrem Ruf gerecht werden. Ihrem Ruf, ja. Ich sehe das eigentlich ungern, wenn so eine CZ-Runde gewonnen wird. So, wer sieht das schon gerne? Ich glaube niemand. Ein CZ-Hausgau. Zu viert aufgestellt. Alu hinten zielt jetzt Alang an. Vielleicht kann er da jemanden picken. Aber Sergei wird getradet. Und das ist jetzt natürlich die Aufgabe von Ariel. Schöner zweiter Frag gegen den Hausspieler. Die Bombe noch unten im Pit und sie haben keine Smoke, um hier sauber aus dem Pit rauszukommen. Also eigentlich nur Winkel halten, Spieler holen, aber ein Molotov ist dabei. Der Frag gegen Alu ist super stark. 2-on-2, die Bombe jetzt auch auf dem Spot. Und auch der Blick Richtung Kurz. Und wenn Xevin da einfach reinschleicht, dann gibt es einfach gleich Bums, Bums. Und Xevin ist Geschichte. Zack, zack, da ist passiert ein Teamkill von der S. Was macht der denn? Was ein Panik-Move und er kriegt die Runde noch geklatscht. 10. Runde Tempo Storm. Es ist die CZ-Round, die da aufgeht und sofort die Pause drin. Puh, was ist da gerade passiert, Juli? Ja, HS. HS schießt einfach hier jeden vom Server, den er hier zu Gesicht bekommt. Sei es der Teammate, sei es der Gegner. Ist ihm scheißegal. Hauptsache umfallen. Ja, Hauptsache Stats. Ja, aber HS hatte Glück, dass er den Molotov da vom Pitchspieler aufgehoben hat. Das war nämlich nicht mal sein eigener. Ja. Also da sehr glücklich für ihn. Und wir haben es vorgesagt, so eine Runde ist nicht schön, wenn sie mit solchen Waffen gewonnen wird. Ja, die ist hässlich. Aber gehört dazu, muss man mit klarkommen, außer Valve sagt was anderes. Ja. Die machen dann die Leggers noch günstiger. Ich weiß, das wollt ihr alle nicht hören, aber leider liegt das in den Händen von Valve. So, Pause ist auch raus. Für Enz ist das jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, Tempo Storm zu resetten. Die haben durch eine gewonnene Eco ein bisschen mehr Geld gehabt als erwartet. Auch nicht schlecht für sie. Trotzdem wäre so ein Reset in dem Moment schon leicht spielentscheidend. Noch nicht 100% spielentscheidend. Ja, man spielt jetzt ja auch mit dem Doppel-Orb-Setup bei Alexi noch dazu, der das Ganze in der Banane halten soll. Und Tempo Storm da überhaupt noch keinen Raum eingenommen hat. Sie stehen da eigentlich noch im T-Spawn hinten rum. So, und Alexi. Nicht viel Damage durch die Nade, aber der Rauch der Granate hat ihn so weit abgelenkt, hat ihm so weit die Sicht genommen, dass es den First Strike für Fox gibt. Und jetzt ruht das mit dem AWP-Spiel natürlich auf den Schultern von Alu. Und
Xevin hat die AWE auch übernommen. Das heißt jetzt Solo AWP an B. Aber sie spielen bei Tempo Storm erstmal Alang an. Alu weiß, dass er jetzt hier von seinen Teammates separiert werden könnte, deswegen smoked er nochmal ab. Und die Frage ist, wie viel sieht Sergej? Er schaut nicht hin. Guckt jetzt, keiner da. Alu hat auch gesagt, die sind nicht durch die Smoke. Und jetzt gibt es den Contact an B. Xevin, einen Kill, versucht noch wegzukommen. Der zweite geht vorbei. Schade, starker Versuch. So jetzt ein 3 gegen 4 im Retake für Enz. Und da ist sogar die Frage, steht die Frage im Raum, geht man da überhaupt hin oder nicht? Und sie gehen nicht hin, sie bleiben direkt stehen. Alu zielt nur Richtung City Base an. Wenn da jemand früh nach vorne läuft, sollte Tempo Storm also noch einen Spieler verlieren. Aber das wird Runde 11 für Tempo Storm und damit schaukelt sich dieses Spiel wieder langsam nach oben und Enz hat wirklich große Probleme auf ihrer CT-Seite. Ja, so eben gerade ihr eigener B-Spot, den sie angegangen sind, immer sehr solide gewesen. Jetzt selber können sie ihn aber auch nicht verteidigen. Das ist ein kleines Déjà-vu. Aber bei Tempo Storm geht man gar nicht mehr handeln, man möchte nur die Waffen hier durchbringen. Geld da auch nicht sehr rosig bei ihnen. Und bei Enz hat man durch die drei Waffen eine gute Chance, aber jetzt hier die Führung nicht abzugeben. Dass man hier direkt zurückschlagen kann. Drei gesavte Waffen. Da muss jetzt alles richtig laufen für Enz. Dann kann es eine Runde werden. Lowell versucht so schnell wie möglich wieder Richtung Haus zu kommen. Wieder warten sie lange vor B, aber also vom Aufbau her verändert sich da erstmal nichts. Ich glaube, wir haben einen Tower. Ja. Ja, ich denke, die AWP hier oben. Sehr schöne Sache, Alu. Sogar kleiner Runboost nach vorne. Der war nicht beabsichtigt und hat hier einen ganz spitzen Winkel. Und Fox geht eventuell noch rein, aber Alu war nicht wirklich blind. Einer schon sehr close. Das Backup natürlich nur durch eine USP. Nicht gut. Und HS geht zurück. Der war so nah am Tod dran. Den hat er förmlich gerochen. Und da gibt es den Frag gegen Xevin. Der Molotov zwingt Alu jetzt sogar hier stehen zu bleiben. Könnte sich noch in seine Richtung ausbreiten. Aber Tempo Storm will gar nicht in die Banane rein. Da können jetzt die beiden M4s auf dem A-Spot stehen bleiben. Warum nicht eine M4 in den Pit rein? Ich weiß nicht. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir haben da zu viel Schiss. Ich finde es okay, die USP hier am Friedhof stehen zu lassen. Aber doppelt vom Spot kann halt auch in die Hose gehen. Aber sie checken erst das Pit an sich. Ich nehme alles zurück. Der Aufbau super. Sogar die USP macht noch einen Kill. 4 gegen 2. Alu kann jetzt auch rotieren, denn die Bombe liegt mitten auf dem Spot. Und Alexi holt nur Zeit raus. Lange gewartet, ein paar Sekunden noch geschnappt und Lowell muss jetzt hier so schnell wie möglich den Frag gegen Ariel holen und jetzt ist er 1 gegen 1 gegen Alu. Das ist nochmal sehr gut gerettet worden von Lowell. Allerdings hat er nur 10 HP. Alu geht trotzdem down. Was macht der denn hier bitte für eine Runde, der Lowell? Wahnsinn, 4K. Das waren 4 Headshots. Das darf er, wie du sagst, niemals gewinnen. Also, dass er der Low HP hat, müsste da nicht bekannt sein. Deshalb verstehe ich auch Alu da nicht, dass er da mit der AWP rumzieht. Er hätte gut und gerne seine USP nehmen können. Die hätte locker gereicht. Aber was er da für Shots gedrückt hat, wunderschönes CS von ihm. Holy moly, ja. Auch dieses gegen die AWP schnell rumziehen, direkt den Headshot verteilen. Junge. Er wusste, er hat eine Chance gegen Alu. Hat er eiskalt genutzt. Somit gehen sie ja in Führung. Aber bei Enz hat man mal wieder 5 M4s. Das Equipment nicht ultimativ gut. Da muss man ja weise mit dem auskommen, das man hat. Aber man muss es natürlich auch nutzen. Man darf es nicht einfach dem Gegner dann überlassen, wenn man eventuell fällt. Haben auch ein Triple B-Setup am Anfang gespielt. Lassen wieder Alang offen. Sehen wir sehr häufig von Enz gerade. Aber jetzt auch schon die Rotation. Alexi bekommt ein paar Granaten ab. Und immer wieder das Spiel von Tempo Storm sehr spät in die Banane rein. Da wird von Enz jetzt auch gerade der B-Spieler auf dem Blumenkübel geboostet. Flash nach vorne und dann wird Fox wieder den Schritt nach vorne gehen, um reinzuzielen. Aber es geht nur darum, anzutäuschen, dass man die Banane tatsächlich einnimmt. Deswegen, das sind schon viele Granaten, gehen auch tatsächlich hoch in dem Moment. Und haben die Mitte-Kontrolle. Das ist null Information für Enz aktuell. Gar nichts. Wo sie da die Banane gut antäuschen, zieht Alexi schon rüber.
Und der Molotow war gut getimed. Einen haben sie noch übrig, Bike 7, der steht allerdings auf dem B-Spot. Und ansonsten nur Flashes für Enstar, die muss man jetzt gut einsetzen, da sind sie gerade lang schon durch. Eventuell geht Alexi durch die Smoke, er muss jetzt hinterher. Da geht die Bombe down, droppt allerdings nach vorne. Kriegt noch den Killi an der Kante gegen Soaker. Und jetzt muss die Bombe noch geholt werden, hat er das gesehen? Fox nee, auf den Spot, die Flash als guter Support, hat gesehen, dass da einer in den Pit rennt ist. Der weiß, dass der Spieler hier liegt, der Molotov ist vom Teammate. Er muss da erstmal rausgehen, die Bombe liegt nicht mal richtig für den Pit. Lowell müsste eigentlich zur Wand rüberlaufen. Und jetzt könnte Alexi die Runde hier halt vollends kontrollieren. Macht er 4K von Alexi. Und Enz gleicht wieder aus. Den Diffuse, den hat er sich verdient. Und 10 Sekunden sind auch gar kein Problem für ihn. Da hat er alle Zeit der Welt, die Bombe zu diffusen. Können doch rein theoretisch hier einen kleinen Roman schreiben. Aber... das ist einfach gut gespielt gewesen von ihnen. Haben sie ja im richtigen Moment entschieden, dass sie da auf A rüberziehen. Haben sie nicht täuschen lassen in der Banane. Aber man muss auch sagen, dass Tempo Storm die nicht vorhandene Langkontrolle bisher überhaupt nicht ausgenutzt hat. Mhm. Also da könnten sie gut und gerne einfach mal einen Stich setzen, da den Raum einnehmen. Tempowechsel einfach, genau. Ja. Schnell nach oben. Ihrem so Namen mal aus. Alle Ehre machen. Tempo Stormen. Ja, zum Beispiel. Da machen wir einfach ein Verb draus. Ja. Hier muss getempostormt werden. Okay. Aber ihr hattet schon genug Wortspiele mit Tempostorm im Chat. Habt ihr sehr gut gemacht. Könnt euch alle ein Sternchen in euer Heft eintragen. Fleißigkeitsstern. Ein Fleißigkeitsstern, genau. Oder eine gute Nudel. Eine gute Nudel kenne ich nicht. Das gibt's nur in Hamburg, ne? Nee, das ist von SpongeBob. Ah, okay. Ja gut, SpongeBob-Dinger sind halt OP. Ne, da machst du nix. So, ich glaube, diesmal sollte Enz auch nicht von B schnell wegverschieben, denn Tempo Storm baut da schon in der Banane auf. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Tempo Storm jetzt nicht nochmal mit einem Fake irgendwie kommt. Da haben sie gerade gemerkt, dass Enz nicht drauf reinfällt. Doppelfake wäre noch eine Möglichkeit. Ist aktuell nicht mehr sehr gut auszuspielen mit den Granaten. Und auch mit den Positionen natürlich nicht. Also das wird einfach nur ein B-Execute. Okay. In dem Moment, wo ich sage, schiebt die Bombe wieder zurück. Ich glaube, sie hören dir zu. Und keine Rotation von Enz. Keine. Alu sollte jetzt natürlich wieder mit Deckung arbeiten. Wollte ein bisschen off-angle stehen. Zu leicht. Keine Flash von Tempo Storm hier. Fox zählt nochmal an. Hatte den etwas besseren Winkel. Die Kante weiter weg. Jetzt müssen die Kurzspieler stehen. Aber Ariel geht down. Sergei mit dem Refrag kriegt noch einen zweiten. Und den dritten. Sergei handelt's alleine. Hat noch 4 Schuss und muss Fox jetzt noch einen mitgeben. Und das macht er mit einem Magazin. 4 Kills. Ganz starke Aktion von Sergei zur 13. Runde für Enz. Und da ist das Geld weg bei Tempo Storm. Ich glaube ja auch gerade die vier Ks pro Runde sind hier hoch im Kurs. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt eine Runde oder keine Runde mehr gesehen haben, wo es kein 4K gab. Na, was ich bei Tempo Storm halt nicht verstehen kann, ist, wenn ich das als Fake ausspiele, muss ich halt noch ein paar Granaten für den anderen Spot übrig haben. Minimum Flashes, wenn ich durchfahren muss, um mir noch einen kleinen Vorteil zu erarbeiten an den Choke Points. Und das war für Alu halt wirklich zu einfach. Und da sind sie auf einmal lang geblockt worden. Da machst du nichts mehr. Also wenn du kurz durchkommst, dann geht's noch. Aber wenn Sergei dich halt einfach so an die Wand drückt und dir Zungenkuss verpasst, den du eigentlich nicht haben willst, dann... nee, dann ist es vorbei. Ja, dann musst du dich dem hingeben. Alu jetzt hier in der Bibliothek lang deckend, kann überhaupt keinen Stich setzen, naja, kann man einfach durchgehen. Oh, die City-Base durch, während sie an der Banane... oh, wir überrennen Alu einfach. Gut, da kannst du natürlich nichts machen. Jetzt muss die Bananenspieler müssen jetzt wieder zurückgehen, um die City Base eben aufzuhalten. Und die machen da einfach einen kleinen Buchclub auf in der Bibliothek. Ich glaube auch. Also da möchte man noch mal ein bisschen Literatur genießen, bevor man hier weiterspielt. Erstes Buch aufgeschlagen, direkt ein Bild von Venom drauf gewesen. Ich aimer, also bin ich. Auf jeden Fall. Und man hat sich jetzt erst nach gefühlt einer Minute entschieden, man möchte doch Richtung B gehen. Hat er wohl das Tutorial noch gesucht, gemerkt, dass es ein Video ist und in der Bibliothek nichts zu suchen hat. Na, Fox. Ja, die Smoke ist halt jetzt top, 30 Sekunden, sind auch wieder zu zweit auf B. Also das ist der Moment, wo sie eigentlich nichts machen können, aber dann kommt eben so ein Turm da raus. Boah, aber da drückt Seven halt wieder durch. Der nächste 4K, der uns hier erwartet,
oder nicht. Erstmal wird Xevin hier gejagt, die Flash ist auch gut und guck mal, wie Xevin da einfach noch in die nächste Deckung reingeht. Und das wird kein 4K für Xevin, sondern noch ein Kill für Sergey. 14 zu 12. Und damit fehlen Enz hier nur noch zwei Runden, um ins Finale dieses Closed Qualifiers einzuziehen. Tempo Storm würde damit dann ausscheiden. Die kämpfen hier also ums Überleben. Ja, also die müssen hier auf jeden Fall noch irgendwas ändern. Sei es eine taktische Pause, sei es eine Umstellung. Weil irgendwas müssen sie ändern, denn so wie sie bisher spielen, können sie nicht weitermachen normalerweise. Und wieder den... Ja, zumindest mal schneller in die Banane rein. Die Kontrolle bekommen sie von Enz jetzt aber wirklich for free. Und dann arbeitet Alu mit der AWP in der Mitte ein bisschen aggressiver. Wichtige Informationen auf Inferno ist halt, geht der Gegner die Mitte hoch oder nicht? Und wie weit ist der Gegner im Haus schon vorne? Weil das natürlich auch durch den Hausmeister für die Mittelspieler interessant ist. So, jetzt B-Granaten. Wieder ein Fake oder... Das wird jetzt wohl der Doppelfake, so wie es aussieht. Hoffen, dass Enz selbst Granaten rauswirft. Da kommt die erste Flash, der erste Peak. Zumindest ein Schuss. Und nochmal eine Smoke hinterher. Genau darauf haben sie gewartet. Aber ihre CD-Base Smoke ist eigentlich keine. Liegt wirklich sehr schlecht. Und vielleicht, also war ja, wenn die nochmal so kommt, dann wird Alexi da halt Damage draus machen. So, Innocent. Oh, da gehen sie vor. Gutes Timing. Sie machen dann Contact Go drauf. Alexi noch mit dem Molotov, da geht noch viel Schaden rein, zweiter Kill auf sein Konto. Die Bombe wird gelegt und jetzt muss Soaker gucken, ob er die Ruine unter Kontrolle bekommt. Aber der Laufweg von Alexi ist halt insane. Dritter Kill und das, obwohl er low HP ist. Er hat sich sofort zu den Sandsäcken zurückgezogen. Lowell will seine Position hier nicht verraten, indem er durch das Glas bangt. Flash gegen Fox und jetzt muss Lowell natürlich... groß rauskommt. Zweiter Kill für ihn, aber der dritte geht vorbei. Am Ende 1 gegen 1. Alu gegen Fox. Die beiden Veteranen und Fox hat die Hände oben. Der gewinnt das Duell. 13 zu 14. Tempo Storm ist also back in business und wir haben eine Eco für Enz. Nichts war's mit der 15. Runde, obwohl Alexi so einen guten Job gemacht hat. Weil Lowell hat sie da einfach komplett denied, wo sie da... Aus der Kirche rausgehen wollten, hat er einfach nur seine Waffe reingehalten, hat er zwei Kills gemacht, wichtige Kills, wodurch erst Fox dann diese schöne Situation mit dem 1 gegen 1 kam. Also gute Vorbereitung von ihm. Mhm. Ja, das also ohne Lowell wäre das nicht machbar gewesen für Fox, da bin ich mir ziemlich sicher, das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Fox im AWP-Duell finde ich auf jeden Fall besser als Alu heute. Ja. Aber teamtechnisch hat Enz aktuell schon mehr auf dem Kasten. Wir haben jetzt hier auch auf dem Server gefühlt Not gegen Elend, was das Geld betrifft. Ja. Also trotz der 3 gewonnenen Runden in Folge kann man hier bei Enz überhaupt nicht kaufen. Eventuell eine CZ wieder reinforsten. Müssen sie halt nicht bei Enz. Bei 14-13 würde ich es halt lieber aufs 14-14 ankommen lassen und nächste Runde kaufen. Perfekt ist das nächste Runde noch nicht, aber ein paar Granaten hat man dabei. Und vielleicht kann man dann ja selbst nochmal überraschen. Vielleicht mal wirklich so aggressiv ins Haus. Aber Lowell macht fast jede Runde das Gleiche, wenn er Richtung Haus geht. Er zielt erstmal an, ob jemand die Treppe runterläuft. Das heißt, den wirst du kaum überraschen können. Ja, aber sie überraschen jetzt eventuell Enz mit dem sehr schnellen Bego. Und einfach auf Gesichter geht. Eins Gesicht war's. Eins Gesicht, auf eins Gesicht geht. Und zwar auf das Gesicht von Xevin. So, okay. Aber das, ja, auch hier nochmal, sei nochmal gesagt, Tempo Storm muss nicht jagen gehen. Sie wissen, dass das hier eine Eco ist. Ja, da kommen die Gegner auch schon von alleine. Es gibt nichts zu gewinnen in diesen Duellen, nur zu verlieren. Richtig. Und das macht, ja, trotzdem gehen sie da sehr weit nach vorne. Verteilen sich dann auch und das ist halt auch wieder so der Moment, wo du dem Gegner auch mal eine AK mitgeben kannst. Ja, und da, Innocent hat eine UMP, könnte man nächste Runde auch spielen, hat man ein paar mehr Granaten, aber Innocent gewinnt das Duell und Alexi, der wartet nur darauf, dass sie unten aus der Banane rauslaufen. Aber ihr seht, wie Tempo Storm genau weiß. Hier sollten wir nicht mehr hingehen. Alexi will unbedingt noch einen Kill und wird dabei geholt. 14-14. Der Spielstand wieder ausgeglichen, nachdem Enz kurzzeitig das Heft in der Hand hatte. Will Tempo Storm
die Partie doch noch gewinnen und auf eine dritte Map führen. Und die dritte Map wäre das 2. Mal schauen, ob es dazu kommt oder ob Enz hier mit der nächsten Waffenrunde, mit dieser Waffenrunde, die Partie vielleicht sogar für sich entscheiden kann. Der Zocker bleibt sogar in der Mac 10, also hat er gar nicht geupgradet. Bei Innocent, die UMP kann man auf jeden Fall spielen. Bei der Mac 10 hätte ich mir vielleicht überlegt, auf einer AK zu switchen, dass man hier auch Schaden machen kann gegen die Kevlar. Aber sie haben alle, bis auf Xeven, ohne Helm gekauft. Also eventuell kann da die Mac 10 doch noch ihren Schaden anrichten. Ja, die HE richtet ihren Schaden an. HS auf 43. Jetzt kommt hier gegen die Sandsäcke noch eine Nate. Auch die war gut dabei, aber die Smoke sehr gut getimt. Und jetzt versucht Xeven vorne an die Smoke ranzukommen, den Winkel zur Smoke zu verkleinern, falls der Gegner mit der Flash durchläuft, aber keiner da. Das heißt, Enz behält erstmal die obere Banane-Kontrolle und jetzt rotieren sie langsam Richtung A, weil die Zeit Tempo-Storm durch die Finger rinnt. Weil der ganze Banane-Fight hat bis jetzt noch nichts gebracht. Ja, sie haben eins oder allein Alexi, da ist noch sehr offensiv da abgestellt bei der Mauer. Hat zwar auch nur noch 40 HP, hat jetzt auch den ersten Contact gesehen, zieht sich darauf direkt zurück und Xeven verschiebt da direkt wieder Richtung B. Also die Aufmerksamkeit gut auf sich gezogen. Und jetzt der Fake an B. Smoke auf die Treppe. Und Soaker durchgeschickt, aber irgendeine Flash kam da, die Soaker das Leben halt einfach komplett zur Hölle gemacht hat. Viel zu leicht der Frag. Und sie merken, da kommt gerade nichts nach. Es wird wahrscheinlich A und Lowell beginnt mit dem Frag gegen Sergey. Auf dem Spot sitzt noch Ariel. Immer wieder sitzt in der Ecke jemand. Für Foxen ganz, ganz einfach dahin zu gehen. Und so wie es aussieht, bekommt Tempo Storm hier die 15. Runde, denn Alexi geht schon saven. Haben sich da auch wieder mehr auf Alan konzentriert, dachten, dass Tempo Storm darüber angreifen wird. Aber wenn wir ehrlich sind, hat Tempo Storm eher Zugriff auf den Spot bekommen, wenn sie über kurz kam. Der Alan-Block von Enz war schon sehr gut. Also hier in dem Moment die falsche Entscheidung von Enz, den A-Spot so oder A-Kurz so leicht zu verteidigen und nicht eben ein bisschen schwerer mit mehreren Leuten. Ja, sie haben auch wieder B gefaked, also was gefühlt aufging. Man hat da zwar Soccer eigentlich direkt mit dem Todesurteil reingeschickt, der da mit erhobenen Händen vorm Gesicht einfach nur reingesprungen ist, geistesgegenwärtig. Oder geisteskrank. Da fehlt noch so ein Element in CSGO, ne? Also du kannst auch sagen, ich gehe ohne Waffe in der Hand mit erhobenen Händen nach vorne. Wenn der Gegner dich dann holt, ja, verlierst du eine Runde oder so. Ja? Ja, also. Aber sobald du die Bombe wieder in der Hand hast, darf auf dich geschossen werden. Ja? Okay, ja, dann bin ich ganz ehrlich, dann fange ich an, LOL zu spielen. Oh Gott, also das ist schon hart jetzt. Ne? Das ist schon eine harte Aussage, ich weiß, ja, aber. Das ist, ich bleib dabei. Wenn sie sowas freiwillig installiert. So, apropos LOL, hier haben wir LOL. Der geht mit seinen Teammates die Mitte hoch. Jetzt gehen sie mal Richtung Lang. Da war ein Doppelhit von Enster, von Alu dabei. Der kommt noch in die Deckung, aber kein Kill von ihm. Und am A-Haus steht nur einer. Und da muss Ariel jetzt natürlich aufpassen. Geht down. Oh, das ist wohl die 16. Runde für Tempo Storm. Das ist nämlich ein 1-on-4. Und Sergey wird gesehen. 16-14 gewinnt Tempo Storm am Ende Inferno. Und wir gehen auf eine dritte Map. Das ist unerwartet. Ich dachte, Tempo Storm hatte zum Ende dieser Halbzeit die Hosen an. So, jetzt hat er auf die Kamera gewechselt. Sehr schön. Und dann kommt doch mal ganz dicke Tempo Storm im allerletzten Moment noch die Kurve gekriegt, den Ausgleich einfach bekommen und dann in der Key Round eben die bessere Taktik parat gehabt. So, Blade, was denkst du? Das 2. Ja, also wer das 2, ein Klassiker. Und ich glaube, wenn man rein die Orbs betrachtet, hier mit Fox gegen Elo, was das Mittelduell angeht, wird Fox da die Nase vorn haben. Mhm. Und dementsprechend könnte man, je nach Situation, ich weiß es nicht, so das 2 mit dem neuen Layout. Es ist ja kein neues Layout, es ist nur ein neues Design. Ja, neue Texturen, wir werden es gleich sehen. Wir machen jetzt ein Päuschen und dann sind wir gleich mit das 2 für euch da. Bleibt also auf jeden Fall dran.